Was kann wie Messerstiche verletzen, aber auch Heilung bringen? Die Antwort finden wir in den Sprüchen. Unsere Worte. Habt ihr schon gehört? Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Vor circa 10 Jahren wurde eine Studie gemacht und dort wurde festgestellt, dass Frauen um die 20.000 Wörter am Tag sprechen, Männer hingegen um die 7.000. Dazwischen oder mittlerweile wurden auch Experimente gemacht, wo herausgefunden worden ist, dass Männer und Frauen ziemlich gleich viel sprechen am Tag. Nun, wo die Wahrheit liegt und wie viel Männer und Frauen tatsächlich am Tag sprechen, ist meiner Meinung nach irrelevant. Wichtig ist nicht, wie viel wir sprechen, sondern was wir sprechen. Worte haben Macht. Jeder von uns ist durch Worte bestimmt schon ermutigt oder wertgeschätzt worden. Wir wissen, wie gut es tut und wie sehr es uns nach vorne bringt. Jeder von uns ist bestimmt auch durch Worte verletzt und entmutigt worden. Wir wissen auch, wie sich das anfühlt. Nun, dass wir selber Worte sprechen, sind wir nicht nur ermutigt oder verletzt, sondern auch Ermutiger oder Verletzer. In Sprüche 10,19 steht, wer viele Worte spricht, wird sicher schuldig. Deswegen hält der Kluge sich zurück. Hier ein Weg, der meiner Meinung nach uns hilft, mit unseren Worten uns zurückzuhalten bzw. kluger zu sein. Think, denk. Bevor wir etwas sagen wollen, bevor wir auf Online-Plattformen etwas schreiben wollen, dann sollten wir uns diese folgenden 5 Fragen stellen. Is it true? Ist es wahr? Is it helpful? Ist es hilfreich? Is it inspiring? Ist es inspirierend? Is it necessary? Ist es nötig? Is it kind? Ist es nett? Und wenn nur eine Frage mit Nein beantwortet wird, dann sollten wir es dabei lassen, es nicht sagen, es nirgends schreiben. Wenn wir bewusst dranbleiben und täglich daran üben und am besten auch dafür beten, dann werden wir uns niemand schuldig machen, beziehungsweise werden wir kluger werden. Wer viele Worte spricht, wird sicher schuldig. Deswegen hält sich der Kluge zurück.